Lasst uns im Sitzen beginnen, wie immer. Schließt für einen Moment die Augen, nehmt die Hände dahin, wo es sich gut anfühlt. Knie, Oberschenkel. Einfach, dass ihr in einem angenehmen, aber aufrechten Sitz sitzt. Versucht euch mit dem Boden zu verbinden. Spürt die Sitzhöcker auf dem Kissen oder der Matte. Und lasst uns einen Moment ankommen. Den Tag begrüßen. Und uns vielleicht innerlich auch dafür danken, dass wir hier zusammen praktizieren können und überhaupt auf der Matte zu erscheinen und uns dabei zu helfen, uns für den Tag besser auszurichten und in eine bessere Balance zu kommen. Jetzt konzentriert euch auf den Atem. Lasst uns gleich mal mit dem Ujjayi-Atem beginnen, also dem Yogi-Atem. Und schaut, ob ihr in das Bewusstsein kommt, des Atmens durch die Nase und dem leichten Bremsen durch die Kehle. Die Lippen sind geschlossen. Wir atmen nur durch die Nase und versuchen, die Atemzüge länger werden zu lassen. Und dadurch weitet sich automatisch der Brustkorb und senkt sich mehr. Und genauso ist es beim Bauch. Und jetzt atme mal bewusst von ganz unten anfangend. Hoch durch den Bauch, Brust, Brustkorb entlang. Zur Nase, so wie als wäre es eine Welle, ein Kreislauf, und dann atmet genauso wieder aus. Also zieht den Atem richtig von unten, von der Erde hindurch, durch euch, durch Bauch hoch, durch die Brust hoch, Nase in den Kopfbereich und dann wieder wie ein Kreislauf zurück, wie eine Welle. Geht vor allem diese drei Stationen durch. Lasst den Atem richtig schön lang werden, sowohl die Ausatmung als auch die Einatmung, sodass das Ein- und Ausatmen gleich lang bleibt. Und dann lasst uns jetzt noch drei tiefe Atemzüge nehmen und wir halten oben, wenn ihr eingeatmet habt, vollkommen einatmen. Oben an der Spitze an der Schädeldecke halten wir den Atem kurz an. Um eigenen Tempo haltet. Und dann lasst wieder los und atmet durch. Und nochmal ein. Atmet, zieht den Atem bewusst bis ganz nach oben. Bleibt mit der Atmung, haltet sie. Und dann lasst den Atem wieder rausfließen. Und ein letztes Mal. Tiefes Einatmen, zieht den Atem durch euch durch bis ganz oben, bis zur Schädeldecke. Haltet. Und release. Und dann
dann könnt ihr die Augen noch geschlossen halten oder auch öffnen. Wir chanten dreimal um, synchronisieren jetzt unseren Atem. Wir atmen gemeinsam ein und gemeinsam aus. Und noch einmal ein. Und spürt den Klang der Vibration im Inneren wie im Außen. Und dann lasst uns noch eine Runde Kapalabhati machen, das Feuer atmen, um gleich mal Energie in den Körper zu pumpen für den Tag. Und wir atmen gemeinsam ein und noch einmal aus. Und dann jetzt beim Einatmen beginnt in eurem eigenen Tempo ungefähr 60 Züge. Noch 10. Und atmet vollkommen aus, presst den Atem heraus und dann zieht den Atem in die Bauchregion. Haltet 4, 3, 2, 1 und zieht den Atem hoch in die Brust. Haltet 4, 3, 2, 1 und letzte Station der Rachen. Lasst das Kinn verschließen. Haltet. 1, 2, 3 und 4. Release. Sanftes, normales Atmen. Und dann nehmt das Kissen mal vor, könnt es weglegen. Lasst uns nochmal die Yogi-Sitzhaltung ändern, dass der andere Fuß vorne ist. Greift mit den Händen den vorderen Knöchel. Und wir machen noch eine Kundalini-Pumpatmung. Wenn wir nach vorne gehen, blicken wir nach oben, atmen ein. Und wenn wir nach hinten gehen, machen wir uns rund und atmen aus. Und das geht schnell und in eurem eigenen Rücken. Beginnt jetzt mit dem Pumpen. Noch 10. Und dann kommt langsam in die Mitte. Legt die Hände nochmal ab auf den Knien oder den Oberschenkeln. Und jetzt spürt ihr vielleicht schon das Feuer. Also bringen jetzt viel Feuer in das System, in den Körper. Und vielleicht ist es auch
Fühlt sich auch an, als würdet ihr euch ein bisschen schwindelig fühlen. Das ist ganz normal. Und lasst den Kreislauf einen Moment setzen. Und lasst uns mit Kreisenden beginnen, mit Bewegungen beginnen. Und nehmt den Ujjayi-Atem jetzt wieder sehr bewusst wahr und mit in eurer eigenen Geschwindigkeit, eurem eigenen Tempo. Tiefes Ein- und Ausatmen mit jeder kreisenden Bewegung. Wir wärmen dadurch den Rücken sehr schön auf. Und auch der Schulterbereich wird hier schon gedehnt. Lass die Kreise noch weiter werden. Vielleicht werden die Kreisbewegungen jetzt langsamer. Und nehmt genau in dem Tempo auch euren Ujjayi-Atem mit. Und dann kommt langsam mit kleineren Kreisen wieder zurück zur Mitte. Stellt euch vor, ihr seid ein Pendel und pendelt euch auf. Ganz still geworden seid, zentriert, konzentriert, aufrechter Wirbelsäule, Connection zum Boden. Und dann lasst uns in die andere Richtung kreisen. Nehmt den Unteratem wieder mit tiefes Bremsendes durch die Kehle, bremsendes Atmen. Ich habe immer das Gefühl, es hört sich wie ein Wind an, deswegen heißt der Ujjayi-Atem ja auch Ozeans atmen, das Ozeans rauschen im Inneren unseres Körpers. Und wir geben dadurch den Organen eine schöne Massage durch die tiefen Atmung. Und jetzt lass die Kreise noch weiter werden. Im eigenen Rhythmus nehmt den Atem mit. Tiefes Ujjayi-Atmen. Langsam mit kleineren Kreisbewegungen wieder zurück zur Mitte. Pendelt euch aus. Dass ihr wirklich ganz still geworden seid, spürt nach. Zentriert. Connection zum Boden. Sitzt ihr ebenmäßig auf dem Sitzhöckern. Und dann öffnet langsam die Augen. Wir rollen über die Knie gleich in die Kindsposition. Öffnet die Knie so weit, wie ihr könnt. Setzt euch ab auf die Fersen. Lasst die Zehen sich leicht berühren. Und jetzt streckt euch erstmal nach vorne. Nehmt die Kraft der Finger dazu auch. Also ihr schiebt euch etwas weiter nach vorne an den vorderen Rand der Matte und gebt dem Rücken hier jetzt erstmal einen schönen Stretch und Dehnung und Länge. Atmet das tiefe Ujjayi-Atmen in die Länge des Rückens hinein. Tiefes Ein- und Ausatmen. Und dann mit der nächsten Einatmung bringt erstmal den Kopf nach oben und kommt in die Position, dass ihr in dem Dolphin seid, also in der Delfinposition, ihr seid auf den Ellbogen, die Hände sind richtig schön wie Krähenfüße, auf der Matte platziert, fest platziert, weite Finger, spreizt die Finger. Und mit der nächsten Einatmung
Nehmt den linken Arm und schwingt ihn nach oben in eine kreisende Bewegung und bringt ihn wieder nach unten. Wir bleiben hier in der Bewegung. Einfach nur den linken Arm schön kreisen. So als würdet ihr kraulen im Wasser. Macht das fließend und weich. Nehmt den Ujjayi-Atem mit. Folgt eurem Drishti der linken Hand. Also alles ist jetzt aktiviert und in Bewegung vom oberen Körper. Noch zwei Kreisbewegungen. Und dann legt den Arm genauso wieder ab. Die Ellbogen sind am Boden, die Finger weit gespreizt. Und dann nehmen wir den rechten Arm. Kreisende Bewegungen, schön fließend. Folgt, soweit ihr könnt, den Blick mit der rechten Hand zur rechten Hand gerichtet. Noch zwei kreisende Bewegungen. Tiefes Ujjayi-Atmen. Und dann kommt mit dem Arm wieder nach vorne. Jetzt presst euch in der Delfin-Position. Also kommt auf die Zehenspitzen. Presst euch leicht nach oben. Lüpft die Knie nach oben. Die Knie sind noch angewinkelt. Und jetzt schaut mal, ob ihr vielleicht die Füße stretchen könnt. Bewegen könnt. Die Kraft ist auf den Unterarmen. Der Blick nach vorne gerichtet, euer Drishti. Ihr könnt einfach nur die Beine etwas dehnen. Und die Kraft ist auf den Unterarmen. Und dann hebt euch nach oben in den herabschauenden Hund. Bleiben hier zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Macht die Füße etwas weiter, hüftweit entfernt und wandert mit den Händen etwas näher zu euch heran. Also ihr seid in einem engeren Winkel jetzt. Wir nehmen die rechte Hand und versuchen zum linken Bein zu greifen, wo immer ihr jetzt hinkommt. Blick unter die linke Achse, Twist und tiefes Atmen. Einatmen. Ausatmen, einatmen und ausatmen. Löst euch, bringt die Hand nach vorne und wir wechseln. Linke Hand greift rechten Knöchel oder das Schienbein, wo immer ihr hinkommt. Twist zur rechten Seite, Blick unter die rechte Achse. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen, löst euch. Jetzt wandert mit den Händen noch weiter zu den Füßen zurück und beugt leicht die Knie und dann rollen wir uns langsam auf, Wirbel für Wirbel. Kommen wir in die Tadasana-Position. Jetzt lasst uns erstmal noch schwingen von links nach rechts. Und wir klatschen uns dabei leicht auf die Schultern oder wo immer ihr mit den Händen hinkommt.
Und dann schwingt euch aus, kommt wieder zum Zentrum in die Mitte. Und die Füße ein bisschen mehr zusammen. Einatmen, Arme über den Kopf. Jetzt nehmt die Handflächen zusammen. Seht ihr das? So wie die Gebetsstellung. Nehmt die Handflächen zusammen. Dann bringt die Hände vor die Brust. Wir verlagern unser Gewicht auf die linke Seite, also auf den linken Fuß. Heben den rechten. Schieben ihn. Ihr könnt euch gerne mit den Händen nochmal helfen. Schieben ihn für die Baumposition, die Innenseite des linken Oberschenkels. Hände wieder vor die Brust. Ein bisschen Balanceübungen jetzt am Morgen. Mama kann die Arme auch über den Kopf wieder schieben, streckt euch, sucht euch euren Drishti vor euch. Tiefes Ujjayi atmen. Und dann mal die Hände wieder nach unten. Löst euch, schüttelt die Beine kurz aus. Und wir verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß, den Baum auf der anderen Seite. Und den linken an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Nehmt die Hände wieder vor die Brust. Und wer mag, dann die Arme über den Kopf bringen. Streckt euch nach oben. Konzentrieren. Sucht euch einen Drishti, einen Fokuspunkt vor euch. Das hilft bei der Balance. Tiefes Ujjayi atmen. Und dann mal die Hände wieder vor die Brust. Und löst euch, schüttet die Beine kurz aus und wir treffen uns dann am vorderen Rand der Matte, Füße zusammen, Hände vor die Brust und wir beginnen mit dem ersten Sonnengruß. Einatmen, Arme über den Kopf, ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade. Ausatmen, erstmal das rechte Bein nach hinten, das linke kommt hinzu, in herabschauenden Mund. Einatmen. Ausatmen, schiefe Ebene, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, roll dich auf in die Cobra. Ausatmen, über das Kinn in den herabschauenden Mund. Zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen, einatmen und mit der nächsten Ausatmen, linker Fuß zu den Händen, der rechte kommt hinzu, einatmen, nochmal gerader Rücken und ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana, einatmen, Arme über den Kopf und wir gehen gleich wieder runter, ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, linkes Bein nach hinten. Das rechte kommt hinzu und herabschauenden Hund. Einatmen. Ausatmen, schiefe Ebene, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, öffnet euch in der Cobra. Ausatmen, über das Kinn, zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, einatmen und beim Ausatmen rechter Fuß diesmal nach vorne, der linke kommt hinzu, einatmen, nochmal gerade Rücken, ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana, einatmen, Arme über den Kopf und Tadasana, öffnet einen Moment, die Füße, könnt gerne die Augen schließen. Und schaut, dass ihr in der aufrechten Bergposition seid. Der Brustkorb öffnet sich, die Schultern sind leicht zusammengezogen. Das Becken kippt leicht nach vorne. Also es ist eine sehr aktive Position.
Sucht euch einen inneren Drishti oder vielleicht einen Punkt vor euch als Fokuspunkt. Und dann bringt die Füße wieder zusammen für Sonnengruß B, Hände vor die Brust. Und wir atmen tief in die Brust ein und aus, atmen Fingerspitzen zum Boden. Ein, atmen Utkatasana, der Stuhl. Aus, atmen Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Ein, atmen gerade Rücken. Ausatmen, springen oder schreiten in Chaturanga. Einatmen, schiebt euch nach oben herauf, schauender Hund. Ausatmen, herab, schauender Hund. Wir bleiben im Fluss. Rechter Fuß nach vorne für Krieger. Eins auf der rechten Seite. Einatmen. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen. Ausatmen, herabschauender Hund, linker Fuß nach vorne. Einatmen, Krieger auf der linken Seite. Ausatmen, Hände zum Boden, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Hier bleiben wir zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Und aufgepasst, wir gehen jetzt wieder wie vorhin in die Delfinposition. Also wir legen uns ab auf die Unterarme. Ihr könnt mit den Knien leicht, ihr könnt die Knie leicht anbeugen, wenn es angenehmer ist. Bleibt hier zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und dann kommt auf die Knie in die Kindsposition. Öffnet die Arme nach oben. Aktives Kind, die Ellbogen sind durchgestreckt und vom Boden weg. Die Zehen berühren sich leicht, die Knie sind leicht geöffnet. Tiefes Ujjayi atmen. Und dann bringt den Blick wieder nach oben, die Handflächen nach unten. Wir geben jetzt nochmal unserem Körper nach links und rechts eine schöne Stretch, einen schönen Stretch und Dehnung. Wandern mit den Armen mit den Händen zur linken Seite, so weit wie ihr könnt. Und dann greift, wenn ihr noch ein bisschen tiefer gehen wollt, mit der rechten Hand auf die linke. Atmet in die ganze rechte Flanke hinein, die jetzt gedehnt wird. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen, Blick nach oben, wir wandern mit den Händen wieder zur Mitte und dann gleich weiter zur rechten Seite, geben jetzt der ganzen linken Seite eine schöne Dehnung, legt gerne die linke Hand noch auf die rechte Hand ab. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Bringt den Kopf nach oben und wandert jetzt mit den Händen wieder zur Mitte. Und dann kommt nach oben, setzt euch nochmal ab auf die Fersen. Nehmt jetzt die Hände
hinter euer Gesäß, also hinter die Füße. Wir kommen in eine kleine Kamelposition. Wir lüpfen beim Einatmen das Becken nach oben, schieben es nach oben so weit, wie ihr könnt. Und lasst dann den Kopf sanft in den Nacken gleiten. Und dann setzen wir uns wieder ab. Bringen die Arme nach vorne, strecken uns. Langer Körper, langer Rücken. Und wieder einatmen, Hände wieder hinter das Gesäß. Lüpft euch wieder nach oben mit den Hüften. Kopf sanft in den Nacken. Ausatmen, setzt euch wieder ab und bringt die Arme nach vorne. Einatmen, Hände wieder hinter das Gesäß. Hebt und lüft das Becken so weit ihr könnt. Und ausatmen, setzt euch ab. Arme nach vorne, hier bleiben wir jetzt vorne. Zieht euch jetzt nochmal noch weiter mit den Fingerspitzen die Matte entlang nach vorne, um den Rücken Länge zu geben. Und dann kommt wieder auf die Ellbogen. Diesmal strecken wir das rechte Bein aus, schieben die Ferse, die rechte Ferse in Richtung Hinterwand. Und wechseln, linkes Bein ausstrecken, wir schieben die linke Ferse nach hinten zur Wand. Und dann legen wir uns ab in der Sphinx-Position. Das heißt, die Beine sind ausgestreckt, aber bringt die Füße zusammen wie ein Einbaum. Die Zehen berühren sich. Spreizt die Finger. Blick ist nach vorne gerichtet, da ist euer Drishti-Punkt. Bei der nächsten Einatmung schiebt euch, zieht den Oberkörper noch weiter nach vorne. Das ist eine ganz unmerkliche Bewegung. Beim Ausatmen, Blick über die linke Schulter. Vielleicht könnt ihr sogar die Füße sehen. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, Blick über die rechte Schulter. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, Twist und Dehnung nach links. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, Twist nach links. Und wir kommen in die Mitte. Verlagert euer Gewicht auf den linken Unterarm. Und wir winkeln den rechten Fuß an. Ihr seid schön mit kräftigen Fingern und mit der kräftigen linken Hand am Boden. Greift jetzt nach hinten zum rechten Fuß mit der rechten Hand und schaut mal, ob ihr den Ellbogen nach oben bringen könnt und euch weiter Richtung Boden den Fuß drücken könnt. Gebt euch einen schönen Stretch. Blick zur rechten Seite. Über die rechte Schulter. Tiefes Ujjayi. Und dann lasst los. Bringt den rechten Unterarm wieder in die Sphinx-Position. Schüttelt das Becken kurz aus. Und wir wechseln. Linker Fuß winkelt sich an. Wir greifen mit der linken Hand zum linken Fuß, starker rechter Unterarm. Nehmt den linken Ellbogen nach oben, ja, sondern dass der nicht hier so kippt, sondern schaut mal, ob ihr den drehen könnt und nach oben bringen könnt. Und jetzt gibt Druck mit der linken Hand auf den linken Fuß nach unten. Und dann löst euch. Kommt wieder in die Sphinx-Position. Schüttelt das Becken aus. Macht Körbchenhaltung mit den Händen. Also wir kommen auf die Fingerspitzen, pressen uns nach oben, Blick nach oben gerichtet, einatmen.
Ausatmen, wir kommen mit dem Körper nach unten. Einatmen, bringt eure Hände etwas näher zu euch heran. Bei jeder Einatmung und Ausatmen, Oberkörper wieder auf die Matte. Einatmen, schiebt das Körbchen näher zu euch heran, Blick nach oben. Ausatmen. Noch einmal. Einatmen, streckt die Arme auch durch, Blick nach oben. Und ausatmen. Nehmt die Hände direkt unter die Schultern. Kommt auf die Zehen. Und jetzt presst euch nach oben wie ein Brett in die schiefe Ebene. Haltet hier einen Moment. Und dann kommen wir wieder auf die Knie für die Kindsposition. Legen uns ab, strecken den vor allem unteren Rücken in die Länge, schiebt euch nochmal mit den Händen etwas nach vorne. Die Zehen berühren sich leicht, die Knie sind leicht geöffnet. Tiefes Ujjayi Atem. Und dann bringt den Kopf nach oben. Schiebt euch in den Vierfüßler und dann vom Vierfüßler in den herabschauenden Hund. Da bleiben wir zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Mit der nächsten ein, aber bringt das rechte Bein so weit, ihr könnt nach oben strecken. Die linke Ferse wächst in den Boden, in die Matte hinein. Und dann ausatmen, schwingt den Fuß nach vorne zu den Händen. Kommt mit der linken Ferse auf den Boden. Und jetzt bringt euch in den Krieger 2 erstmal. Schaut, dass ihr mit dem rechten Knie über dem rechten Knöchel seid. Sinkt noch tiefer, wenn es geht. Und jetzt nehmt die rechte Hand an die Innenseite des rechten Knies und des rechten Fußes. Wir öffnen die linke Seite. Der Blick folgt der linken Hand. Atme tief in diesen Twist hinein. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, noch einmal, einatmen und ausatmen, bringt nur den Blick nach vorne zum rechten Fuß. Jetzt greift mit der rechten Hand an den rechten großen Zeh und schaut mal, ob ihr vielleicht das Knie durchstreckt. Nochmal Twist zur linken Seite. Blick folgt der linken Hand. Wenn ihr leicht angewinkelt seid, ist es vollkommen in Ordnung. Aber schaut mal, vielleicht könnt ihr da mehr Streckung für die Hamstrings bringen auf der rechten Seite. Tiefes Ujjayi Atmen. Und dann bringt den linken Arm nach vorne. Lasst uns das Gewicht, die Verlagerung nach vorne bringen und den Schritt verkürzen. Kommt auf die Fingerspitzen, gerade Rückenblick nach vorne gerichtet. Und dann ausatmen, Vorwärtsbeuge über das rechte durchgestreckte Knie. Tiefes Ujjayi Atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Bringt den Kopf nach oben. Nehmt die linke Hand an die Außenseite des rechten Fußes und wir twisten nun zur anderen Seite. Tiefes Ein- und Ausatmen. Blick vor der rechten Hand. Twist zur rechten Seite. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
Ausatmen, bringt die rechte Hand wieder nach vorne und wir treffen uns wieder in die Position, wo wir auf die Fingerspitzen kommen. Das rechte Knie ist durchgedrückt, Blick nach vorne gerichtet. Schaut jetzt hier, dass die Hüften parallel sind. Und dann nimmt die Hände in die Hüften und bringt den Oberkörper langsam nach oben. Dann den linken Fuß nach vorne, die Ausgangsposition. Hände vor die Brust. Wir atmen tief in die Brust hinein, einatmen und ausatmen, Fingerspitzen zum Boden. Einatmen, Utkatasana. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, schreiten oder springen nach hinten für Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Da bleiben wir. Zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, einatmen und ausatmen mit der nächsten Einatmung. Linkes Bein nach oben streckt, so weit ihr könnt. Presst die rechte Ferse in den Boden, starke Arme und Hände. Und dann ausatmen, schwingt den linken Fuß nach vorne. Wir öffnen uns in Krieger 2. Wechsel, sodass ich euch sehen kann. Schaut mal, dass ihr ein bisschen tiefer noch sinkt und dass das linke Knie schön über der linken Ferse ist, im linken Knöchel. Und dann nehmen wir die linke Hand an die Innenseite des linken Fußes. Und öffnen jetzt die rechte Seite. Tiefes Utayatmen, der Blick Drishti folgt der rechten Hand. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal. Einatmen. Und ausatmen, bringt nur den Blick nach vorne zum linken Fuß. Jetzt aufgepasst, greift den linken Zeh und streckt das linke Knie durch, so gut wie ihr könnt. Nochmal, öffnet die rechte Seite. Tiefes Ein- und Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Bringt den rechten Arm nach unten, kürzt etwas den Schritt und jetzt nehmt die rechte Hand an die Außenseite des linken Fußes, twist zur anderen Seite. Also, wir öffnen die linke Seite nochmal. Wenn es für euch zu tief ist, könnt ihr auch gerne mit der rechten Hand auf das Schienbein greifen und dann in den Twist nach links kommen. Oder einen Block nehmen. Tiefes Utayatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Bringt den linken Arm nach unten. Verlagert den Blick zur kurzen Seite der Matte und wir kürzen den Schritt noch etwas mehr. Kommen auf die Fingerspitzen. Blick nach vorne gerichtet, gerade Rücken. Und dann Vorbeuge über das linke, durchgestreckte Knie. Tiefes Utayatmen. Einatmen. Ausatmen.
Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Bringt den Blick wieder nach vorne. Kommt auf die Fingerspitzen. Spürt nochmal nach. Schaut, dass ihr die rechte Hüfte etwas mehr nach vorne schiebt und die linke ein bisschen nach hinten, damit die Hüftknochen parallel sind. Und dann nehmt die Hände in die Hüften und langsam nach oben. Wir verlagern unseren Blick zur langen Seite der Matte, kommt leicht in die Grätsche. Mit der nächsten Einatmen leichte Rückbeuge. Ausatmen, Vorbeuge, Hände zum Boden und zwar ungefähr, wo euer Gesicht ist. Und dann kommt nochmal in die Gerade, streckt die Arme durch, Blick nach vorne gerichtet, gerader Rücken. Und dann kommt in die Vorbeuge und jetzt greift die Zehen und schiebt euch durch diesen Griff noch etwas weiter in die Vorbeuge der Grätsche. Tiefes Ujjayi-Atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen, löst euch, kommt erstmal mit dem Oberkörper nach oben, wieder in die gerade, lotrechte Haltung, dann löst den Griff von den Zehen, nehmt die Hände vor euch flach auf den Boden. Einatmen, rechter Arm schwenkt nach oben, Blick folgt der Hand. Ausatmen, rechte Hand zum Boden, wir wechseln, linker Arm nach oben, Twist nach links. Ausatmen, linke Hand zum Boden, noch einmal rechts. Twist, Blick folgt der rechten Hand. Ausatmen, Arm nach unten, linke Seite. Einatmen und ausatmen. So, jetzt nochmal, wir kommen nochmal in die Delfinposition. Das heißt, weitet ein bisschen eure Grätsche und dann kommen wir wieder auf die Unterarme. Machen diesmal aber eine Faust. Und jetzt schaut mal, wie weit ihr eventuell noch ein bisschen weiter in die Grätsche kommt. Die Kraft ist vollkommen auf den Unterarmen. Tiefes Ujjayi-Atmen. Einatmen. Ausatmen. Schaut, dass die Füße ebenmäßig auf der Matte sind und nicht kippen. Noch einmal einatmen und ausatmen. Kommt erst wieder auf die Hände, also presst euch nach oben. Und dann zigzacken wir uns zurück. Bleibt mit den Händen, mit dem Boden in Berührung, so lange wie ihr könnt. Zigzackt euch zurück. Und dann wandelt mit den Händen zu den Füßen und greift nochmal die Zehen. Für Paschimottanasana, für den Yogi-Griff, Padahastasana. Einatmen, gerader Rücken und dann ausatmen, Vorwärtsbeuge über die durchgestreckten Beine. Noch einmal einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, durchgestreckte Beine, Vorbeuge. Und noch einmal einatmen, gerader Rücken. Und ausatmen, letztes Mal Vorbeuge. Und dann löst euch von dem Griff, nehmt die Hände wieder in die Hüften. Oberkörper kommt nach oben, wir treffen uns am vorderen Rand der Matte. Tadasana, richten uns ein, Hände vor die Brust. Tiefes Einatmen in die Brust.
Und ausatmen, Fingerspitzen zum Boden. Einatmen, Utkatasana, der Stuhl. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, springen oder schreiten nach hinten in Chaturanga. Einatmen, heraufschauen nach uns. Ausatmen, herabschauen nach uns. Und zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung rechtes Bein nach oben, aber nur so weit, dass ihr die Zehen noch sehen könnt. Dann ausatmen, schwingen wir den Fuß, das Knie nach vorne zum rechten Ellbogen und legen jetzt das Knie ab für die Taubenposition. Schaut mal, ob ihr euch rechts vielleicht eine Unterlage noch unterschieben wollt, damit ihr schön parallel mit den Hüftknochen seid. Und wer mag, schiebt den Fuß noch ein bisschen nach vorne. Also richtet euch ein, dann kommt auf die Fingerspitzen. Werdet euch des linken Beines, eurem Basisbein, richtig schön bewusst. Schiebt da noch mal ein bisschen mehr den linken Hüftknochen nach vorne. Einatmen, leichte Rückbeuge und dann ausatmen. Wir kommen in die vorgebeugte Taube. Drei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal. Einatmen. Ausatmen, dann bringt den Kopf nach oben und schiebt euch wieder in die aufrechte Position. Die Hände zum Körper, kommt nochmal auf die Fingerspitzen. Blick nach oben, einatmen und ausatmen. Jetzt schwingen wir das linke Bein nach vorne, greifen den Fuß und strecken ihn durch. Tiefes Ujjayi atmen, sucht euch euren Drishti-Punkt, die linken Zehen. Und dann winkelt das Knie an und wir legen den linken Fuß ab im halben Lotus auf dem rechten Oberschenkel. Linke Arm greift den Rücken und schaut, ob ihr vielleicht die Zehen den Fuß erreicht. Rechte Hand aufs linke Knie. Einatmen, gerade Rücken, schöne lange Wirbelsäule. Und dann ausatmen, Twist mit der Atmung nach links. Einatmen, kommt in die Gerade. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, schöner gerader Rücken. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, noch einmal gerader Rücken und noch ein letztes Mal Twist nach links. Und dann bringt euch erstmal wieder nach vorne, löst den Griff vom Fuß. Und jetzt machen wir noch eine Hüftöffnung. Schiebt den rechten Fuß so weit, ihr könnt nach vorne, um ein Quadrat zu bilden. Und dann nehmt den linken Fuß und legt ihn auf dem rechten Knie ab. Flext die Füße, die Zehen. Jetzt nehmt die Hände an die Hüften, da wo es zieht und zieht das Fleisch noch etwas nach unten. Zieht es richtig schön nach unten, öffnet die Hüften dadurch. Nehmt die Hände, wer mag, auch gerne noch nach vorne. Das ist ein bisschen dann nochmal eine tiefere Hüftöffnung. Atmet da hinein, wo es jetzt zieht. Das ist ganz normal, dass es zieht. Tiefes Ein- und Ausatmen. Wir sitzen so viel momentan vor dem Computer und daheim. Und genau diese Öffnungen helfen dem unteren Rücken und
lassen uns flexibel bleiben. Und dann löst euch. Nehmt den Fuß im linken vom Knie. Wir treffen uns erstmal im Sukhasana, den einfachen Yogi-Sitz. Nehmt die Hände nochmal auf die Knie. Und dann rollt euch nach vorne über die Knie in den Vierfüßler und vom Vierfüßler wieder zurück in den herabschauenden Hund. Zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Linkes Bein nach oben, aber nur so weit, dass ihr die Zehen noch sehen könnt. Und dann ausatmen, linkes Knie trifft linken Ellbogen. Und dann schiebt das Knie nach unten am Ellbogen entlang für die Taube auf der anderen Seite. Nehmt euch ein Kissen, wenn ihr Balance braucht. Nehmt den linken Fuß, zieht ihn etwas nach vorne, kommt auf die Fingerspitzen, presst euch nach oben, Blick nach oben, leichte Rückbeuge. Werdet euch des rechten Basisbeines richtig schön bewusst, presst die Zehen in den Boden. Und dann beim Ausatmen, Vorwärtsbeuge in die vorgebeugte Taube. Drei tiefe Atemzüge hier. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Bring den Kopf nach oben, Blick nach vorne gerichtet und jetzt wandern mit den Krähenfüßen wieder zurück zu euch, aufrechte Haltung, kommt nochmal auf die Fingerspitzen, Blick nach oben, einatmen. Und jetzt beim Ausatmen schwingt das rechte Bein nach vorne, greift den Fuß und wir strecken das Bein durch. Blick nach vorne, der Drishti ist bei den rechten Zehen, tiefes Ein- und Ausatmen. Winkelt das Knie an und legt den rechten Fuß ab für halben Yogi-Sitz auf dem linken Oberschenkel. Nehmt den rechten Arm, schwingt ihn herum, greift die Zehen. Linke Hand auf das rechte Knie. Einatmen, kommt in eine schöne lange Wirbelsäule. Und ausatmen, Twist nach rechts mit Blick über die rechte Schulter. Einatmen, Länge in den Rücken, ausatmen und ein bisschen mehr Twist nach rechts. Einatmen, Länge in den Rücken, ausatmen, Twist nach rechts. Einatmen, Länge und noch ein letztes Mal ausatmen, Twist rechts. Und dann kommt mit dem Blick nach vorne, löst euch vom Griff. Wir nehmen den rechten Fuß, legen ihn auf das linke Knie ab und schieben den linken Fuß in die Quadratshaltung nach vorne. Flext die Zehen und jetzt spürt da hinein, wo es zieht, nehmt die Hände und schiebt euer Fleisch, die Haut etwas nach unten, von euch weg in Richtung Boden. Tiefes Ujjayi atmen. Wer mag, kann auch die Hände nach vorne nehmen für eine tiefere Streckung noch. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen, löst euch. Bringt jetzt
jetzt erstmal den rechten Fuß wieder auf den Boden. Einfache Yogi-Sitzukasana. Nehmt die Knie zusammen. Bringt die Füße vor euch auf den Boden. Und umarmt die Knie, macht euch rund. Bringt die Vorderstirn, die Stirn an die Knie, auf die Knie oder die Nasenspitze zu den Knien. Macht euch auf alle Fälle rund. Ein kleines Paket, ein gebündeltes. Und dann bringt den Kopf wieder nach oben. Streckt die Arme vor euch aus. Und jetzt mit wirklich kontrolliertem Rückwärtsgehen bringt den Oberkörper langsam zur Matte. Aktiviert die Bauchmuskeln hier. Haltet wirklich langsam, geht langsam runter. Und dann legt euch ab. Kopf auch, lasst die Knie noch angewinkelt. Jetzt schiebt die Beine, die Füße noch etwas näher zum Gesäß. Wir gehen noch einmal kurz in eine kleine Rückenübung. Wir lüpfen das Becken und die Arme zugleich über den Kopf. Bleiben hier einen nur kurzen Moment und gehen wieder zurück. Also beim Einatmen hebt das Becken, die Arme über den Kopf. Und ausatmen, bringt das Becken wieder zum Boden. Wieder hoch. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Becken. Zum Boden. Einatmen, noch einmal, Arme über den Kopf. Und ausatmen, Becken zum Boden. Jetzt greift den linken Zeh mit eurer linken Hand. Der Arm ist außerhalb vom linken Knie. Und wir machen jetzt dasselbe, ein bisschen mehr fortgeschritten, also wir heben das Becken und nehmen den rechten Arm über uns. Ausatmen, senken wieder das Becken und den Fuß und den Arm zum Boden. Noch einmal einatmen, hebt euch. Ausatmen, senkt euch. Einatmen, hebt euch. Ausatmen, senkt euch und legt den Fuß ab. Wir greifen an den rechten Zeh, die Hand, der Arm ist außerhalb des rechten Beines. Und einatmen, hebt die Hüfte und den linken Arm. Ausatmen, senkt euch, bleibt mit dem Zeh und der Hand in Verbindung. Einatmen, hebt das Becken, Arm über den Kopf. Und ausatmen, noch einmal. Einatmen, hebt und ausatmen, senkt euch, legt den Fuß ab. Nehmt die Beine noch mal etwas näher zu euch heran. Und dann kommt wie ein Einbaum in die Position, die Vorposition für den Schulterstand, für die Kerze. Die Füße sind gestreckt, die Hände flach auf den Boden gepresst. Mit der nächsten Einatmung schiebt euch nach oben in die Kerze. Nehmt die Hände an den Rücken, stützt euch. Tiefes Ein- und Ausatmen. Fünf tiefe Atemzüge hier. Die letzten Ujjayi-Atmungen. Und dann mit der nächsten Ausatmung bringt langsam euren Einbaum in Richtung über den Kopf.
vielleicht mit den Zehen zum Boden für Halasana, die Pflugposition. Greift die Hände, macht eine Faust. Presst die Knie schön durch. Lüpft das Becken nochmal nach oben. Dann löst euch von der Faust, macht flache Hände hinter, also presst die Hände in die Matte. Und jetzt schiebt euch auch in einen Baum langsam, sehr langsam, Wirbel für Wirbel wieder zurück, sodass ihr erstmal mit dem Becken den Boden berührt und dann langsam unkontrolliert die Beine zum Boden bringt. Wenn ihr dann am Boden seid, kommt nochmal in die Fischposition. Also schiebt euch gleich hoch in den Fisch. Lasst den Kopf sanft in den Nacken gleiten. Drei letzte tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, noch einmal, einatmen und ausatmen. Und man bringt den Kopf langsam nach oben, legt den Oberkörper ab, nehmt die Hände nochmal in den Nacken und gebt euch einen Stretch, also schiebt den Kopf nach vorne und dann leicht nach links und nach rechts. Nacken hier noch mal etwas zu lockern. Und dann löst euch und legt euch ab in Shavasana, die finale Ruheposition. Nehmt euch eine Decke, schaut, dass ihr es euch schön warm macht. Vielleicht Socken anziehen. Und lasst euch einfach schwer in die Matte, in den Boden sinken. Alle vier von euch fallen lassen. Öffnet die Füße leicht, die Arme. Und werdet richtig schön schwer. Geht euren eigenen Bodyscan nochmal durch. Vielleicht spürt ihr irgendwo noch eine Anspannung und könnt euch da mehr loslassen. Schaut mal, dass die Zunge vom Gaumen gelöst ist. Die Lippen jetzt ganz leicht geöffnet. Stirn nicht gerunzelt, sondern sanft und weich. Backenknochen weich. Habt ein leichtes Yogi-Lächeln auf dem Gesicht. Und scannt euch selber nochmal durch. Jeder für sich.
Bewegt leicht die Zehen, die Finger. Den Kopf. Streckt euch nochmal mit den Armen über den Kopf, vielleicht, wer mag. Und rollt euch ein letztes Mal für die Embryos-Haltung nach rechts. Macht euch nochmal klein und rund. Und dann kommt zum Sitzen. Verbindet euch nochmal mit dem Boden und sitzt hackern. Mehr. Synchronisieren ein letztes Mal den Atem für dreimal umchanten. Abschluss. Wir atmen gemeinsam ein. Und gemeinsam aus. Und noch einmal ein. Im Inneren wie im Außen. Und die Hände nochmal vor die Brust. Daumen an die Stirn. Und wer mag, kann sich nochmal für ein Namaste nach vorne beugen. Dankt euch selber, dass ihr den Tag so gut ausgerichtet jetzt beginnen könnt. Namaste.